Willkommen zurück zu War Hospital. Wir gucken uns gerade den Bahnhof mal an. Ich mach mal weiter. Weil hier tatsächlich noch ein paar Patienten rumlungern. Seht ihr das? Die stehen hier so rum. Ich glaube, die werden auch gleich noch abgeholt irgendwann mal und ins Feldlazarett gelegt. Neue Patienten. Ja, guck. Ist die Frage, ob wir nicht langsam hier ein bisschen in die Schützengräben investieren oder ob wir noch weiter hierhin investieren. Moral ist on top. Also Moral, da kann man gar nichts zu sagen. Dann lass uns doch noch mal gucken. Ein Dreier und Zweier. Wenn wir mal hier hinsetzen und die beiden setzen wir noch mal hier hin, damit wir halt möglichst... Ach komm. Komm, du auch da rein. Kein Problem. Wobei, wartet mal eben. Ich will die nochmal kurz durchklicken. Ah, hier, an Major Wales. Ich werde mich an einer Linie sehen. Ich wurde zusammen mit meinen Söhnen hier eingewiesen. Könnt ihr das sehen? Ja, ne? Private Aloysius Lagarde und Private Gintus Lagarde. Wir haben zusammen in der 36. gedient und diese Einrichtung verteidigt. Sie unterstanden meinen Befehl, als das Gas kam. Davor konnte ich sie nicht schützen. Doch ich bitte sie jetzt inständig, retten sie ihr Leben. Da ich weiß, wie knapp die Vorräte stets sind, bin ich bereit, mein Leben für sie zu geben. Wenn sie wählen müssen, retten sie die beiden und nicht mich. Ja, das hätte ich mal vorher lesen sollen, ne? Hier steht auch was. Ich werde zusammen mit meinen Söhnen hier eingewiesen, was? Jetzt haben wir plötzlich nur noch Söhne hier. Interessant. Das kann irgendwie nicht so richtig sein, oder? Achso, das ist nochmal das gleiche Schreiben. Ihn betreffend liegt Ihnen ein Schreiben vor. Jacques Lagarde, den haben wir ja gerettet. Und da muss aber noch ein anderer Lagarde sein. Da gucken wir doch mal eben. Ist einer von ihnen hier, Lagarde, ja, der wird ja auch bearbeitet, also ich meine gerettet. Der ist ja noch stabil, ist ja alles gut. So, was haben wir hier? Im Besitz 6 Stück. Dann machen wir doch mal hier direkt, machen wir doch mal direkt hier los, würde ich sagen. So. Es gibt ein Achievement tatsächlich bei diesem Spiel, da geht es darum, viele Amputationen durchzuführen. Möchte ich persönlich nicht machen. Ja. Gucken uns nochmal ganz kurz hier die Zuweisung an. Hier ist fast alles gut. Hier haben wir auch nochmal eine. Sehr gut. Die Krankenschwester ist ja gerade on Tour. Ja, und hier wird auch noch einiges hergestellt. Und ich würde mal fast denken, da wir ihn jetzt hier gut im Griff haben, setzen wir ihn mal zurück. Beziehungsweise gehen mal auf Verbesserung. Ihr seht, 254. Da kann man doch mal ein bisschen was investieren, oder? 260, na nice. Feldlazarett, 2 Slots für Sanitäterteams. Und hier verringert das Tempo der Zustandsverschlechterung bei Patienten. Das ist natürlich schon schön, aber... Nee. Was haben wir denn hier für 200? Erhöht die Höchstzahl der Sanitäterteams, die eingestellt werden können, um 4. Krankenschwestern, Ingenieure, Pausenzeiten. Okay, lass uns noch mal gucken. Personal. Ja, puh, was soll ich sagen? Kundschafter wäre schön, aber was können wir hier? Der Sanitäterteams. Wenn wir jetzt hier nochmal gucken, bei den Sanitäterteams können wir tatsächlich noch 2 einstellen. Beim Verbandsplatz haben wir einen zu wenig. Ja. Jetzt müssen wir hier mal gucken, ob wir hier überhaupt noch welche einstellen können. Genau, ein Sanitäterteam könnten wir tatsächlich noch einstellen. Ich finde, was wir eher bräuchten, wären so Ärzte, ne?
Aber die werden hier gar nicht mitgenannt. Das sind immer nur Krankenschwestern, Ingenieure, Pausenzeiten. Was macht denn hier der Kochtopf? Lastwagen haben wir gleich. Was haben wir hier? Ermöglicht das Lagern um 25% mehr. Für 200, das ist natürlich schon eine Hammer-Nummer, ne? Technisches Depot plus zwei Alkoholproduktionsstationen. Auch nicht ganz so schlecht. Verbessert technisches Depot, verringert Bauzeit von Verbesserungen um 25%. Nochmal, verringert die Bauzeit von Verbesserungen um ein Viertel. Für das technische Depot. Mehr lagern wäre auch nicht schlecht. Zwei Alkohol. Lass mal gucken. Zwei Alkoholdinger, dann könnten wir schneller Alkohol herstellen. Ne? Woraus machen wir das? Aus den Dingern dann. Das heißt, wir würden uns sparen, den Alkohol zu kaufen. Haben wir denn hier noch? Erhöht die Anzahl von Kundschaftern im Team um zwei. Okay, machen wir das mal. Der verbessert schon was. Dann nehmen wir ihn mal da rein. Lastwagen. Achso, jetzt müssen wir ein Momentchen warten. Warte mal, müssen wir ganz kurz mal anlaufen lassen, bis der hier fertig ist mit den 5 Minuten. Und dann würde ich schon. New patient arrived. Ja. Ich würde das schon nutzen, oder? Wir müssen noch mal gucken. Ich muss mich jetzt mal entscheiden zwischen, entweder forsche ich jetzt hier noch ein bisschen. Ja, eigentlich habe ich schon Bock auf Forschen. Forschen ist halt, ich suche mal insofern immer hilfreicher, weil das halt wirklich bedeutet, dass wir vorwärts kommen, ne? Guck mal hier. Chirurgische Station 2 plus 2 Slots für Chirurgen. Die Frage, ob wir mehr Krankenschwestern bräuchten, ne? Wir hatten noch gerade irgendwas für, ja genau, hier, guck mal, technisches Depot für 130. Ja, das will aber wirklich gleich schon wieder auch mehr. Wie wir es denn hier? Lastwagen um einen. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, was das bedeutet mit dem Lastwagen. Können wir jetzt Leute schicken hier, mögliche Ressourcen zuweisen? Geht nicht. Wo kriegen wir denn die Lastwagen her? Haben wir hier irgendwo Lastwagen? Zufahrtplan, Lagerübersicht, Friedhof, Rationen wählen, Personal anheuern. Ingenieure könnten wir nehmen, Sanitäterteams könnten wir nehmen, Kundschafter können wir auch keins übernehmen. Aber wo ist denn dann bitte schön der Lastwagen? Kann ich jetzt. Tja, ist mir noch nicht so klar. Oh, hier verschiedene Kundschafter. Ja, lass uns das mal nehmen. Was haben wir hier noch? Ermöglicht Hunde in den Kundschafterteams, was die Reisezeit stark verkürzt, erhöht die Anzahl der verfügbaren Hunde um zwei. Also, was nehmen wir denn? Das ist natürlich auch nice. Dann haben wir noch 100. Ja, wir nehmen das hier. Komm. Mehr Kundschafter, immer besser. Mehr Kundschafter, immer besser. Und dann gehen wir hier in die Vollproduktion. Wir haben gerade 24 davon, dann lass uns das mal so machen.
Ja, lass uns das mal so machen. Dann machen wir hier ganz viel und hier ganz viel. Das finde ich gut. Wir prüfen noch mal ganz kurz alle anderen Dinger. Ja, gut. Also mit den Lastwagen habe ich noch nicht rausgefunden, wo die jetzt stecken. Sir, new patient arrived. Das ist bedauerlich. Machen wir mal unser Hauptgeschäft. Gucken wir mal, was die Patienten so machen. Hm? Ernst. Der operiert, aber nicht lange. Dann müsste der ja eigentlich das noch hinten dran stecken können. Und das hier vielleicht auch noch hinten dran. Und er das noch hinten dran. Und hier ist noch alles gut. Der ist ausgeruht. Der ruht sich aus nach 2 Stunden irgendwas. Ah ja, der ruht sich aus. Da machen wir mal nichts dran. Okay, haben wir hier irgendwo technisches Depot? Alkohol und Nahrungsrationen. Ich guck mal, ob ich hier irgendwo was sehe, ob wir jetzt hier irgendwo so ein paar. Sir, nurses reached the hospital. Das ist schön. Sir, patient is cured. Ja, hervorragend. Ob wir hier irgendwo einen Parkplatz haben. Sir, engineers reached the construction site. Okay. Sir, operation was successful. Ach Mann, oh Mann, Mann. Wir sind ja auch wir sind einfach wahnsinnig gut. Sir, new patient arrived. Sir, engineers reached the pharmacy. Ja, Moment, wir sind mal zurück. Hier gab es noch eine Entscheidung. What? Erhöhte Kosten. Wir können eigentlich alles wählen. Hier geht das Risiko um einen nach oben. Was haben wir denn da? Operiert stabil. Okay. Hier gibt es eine längere. Also gut, ich meine, wir haben jetzt erstmal. Ja, dass die Wahrscheinlichkeit nach oben geht. Hier haben wir die Wahrscheinlichkeit, geht um einen nach oben und auch noch eine Stunde länger operieren. Das macht ja gar keinen Sinn. Wir gehen hier für den Risiko und noch mehr zahlen können wir auch nicht. Müssen wir. Aber wir haben 99% Moral. Ich meine, da kann ja nur wirklich keiner was sagen. Es sind irgendwie keine Autos da, oder? Ja, interessanterweise gab es jetzt hier auch kein Tutorial-Pop-up. Noch mehr neue Patienten. Ja. Wir arbeiten einfach mit Hochdruck an allem. Und zwar gleichzeitig. Operation was successful. Ja, was soll ich da sagen? Nichts anderes erwarten wir. Ich werde gleich mal ein Glas Fanta trinken und wie ich das irgendwann mal gehört habe, ihr könnt natürlich sagen, hey, das stimmt alles gar nicht, ist Fanta eine Erfindung aus dem Krieg. Oh, was haben wir hier? Was ist das denn hier? Ein Zeppelin? Den habe ich noch nie gesehen. Ist das ein LKW? Ja, aber den kann ich nicht anklicken. Ah, das ist ein LKW. So, hier geht die Schwierigkeit wieder runter. Das ist natürlich schön. Kundschafterzelt. Schade, das fände ich natürlich richtig gut, wenn wir hier irgendwo. Oh, im Feldlazarett gibt es Schwierigkeiten. Da ist eine Dame erschöpft. Da müssen wir Abhilfe schaffen. Bei den Sanitäterteams ist auch einer erschöpft. Da müssen wir auch Abhilfe schaffen. Hier ist noch alles super. Die Kundschafter. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, wo wir hier. Wir können mal durchklicken, ob wir hier irgendwo sowas haben wie. Die LKWs, aber ich sehe halt keine. Naja. Sir, Medics are on the way. Gut. Läuft gut, fühlt sich gut an. Sir, Medics are on the way. Jawohl. Medics are on the way. Jetzt haben wir hier gleich das Problem. Wir können noch mal gucken. Hier ist der nächste Zug, kommt in 5,5 Stunden an. Wir können noch mal gucken. Ach, warte mal.
Ist das hier ein Button für den Zeitplan? Ja. Okay. Also hier 16. um 20 Uhr, das ist ja heute, also in 5 Stunden kommt einer an mit 254. Das ist gut. Das ist gut. Und dann kommt hier noch einer an. Finde ich gut. Mach mal ein bisschen schneller, ja? Was? Müde. Charakter, Stufenaufstieg. Claire Cohen. Arbeitet erheblich effizienter im Reha-Zentrum. Ja, ist jetzt... Können die Claire gleich mal versetzen? Das ist vielleicht ein guter Hinweis. Beschleunigt OPs in der OP-Station. Arbeitet effizienter, ist nicht von negativen Eigenschaften anderer betroffen. Nimmt nur alle 2 Tage Mahlzeiten zu sich. Moral steigt durch halbierte Nahrungsrationen. Wir haben ja normale Nahrungsrationen, von daher... Nehmen wir das mal und versetzen die Claire mal. Ja. Claire, wo bist denn du? Claire. Keine Vorlieben. Naja. Machen wir das mal so. Die ruht sich noch aus. Ich gucke immer mal wieder drüber, wie ihr sehen könnt. Einfach damit... Ja, wir sicher gehen. Und wir alles in der richtigen Position haben. Guck mal, 5 Leute werden gleichzeitig operiert. Das ist schon nice, oder? New patient arrived. Sir, operation was successful. Sehr gut. Sir, nurses reached the hospital. Hervorragend. 3 Stunden noch, hoppala. Martin Lawson kommt dann zurück. Die Jagd nach dem Gedöns dauert ja echt noch lange. Operation was successful. Tja, was soll ich da sagen, ne? Läuft einfach. Hier müssen wir halt nichts tun. Das ist halt blau. Moral müssen wir auch nichts tun. Das heißt, wir geben die alle hier rein. Ich würde die ja in den Kampf einsetzen, aber es ist überhaupt nicht notwendig. Hier sind zu viele drin. Mal gucken, wie lange sind die denn noch da drin? Stunde. Ja, ich habe jetzt gesehen, eine Stunde, anderthalb. Hier, Stunde 45. 2 VIPs haben wir dabei. Ich glaube, der eine VIP ist ja noch... nicht ganz fertig. So. Und damit Ingenieur schon wieder. Der macht jetzt erstmal Pause. Das ist okay für mich. Ja. Das ist okay. So, Grace ist fertig. Bitteschön. Und bei den Patienten gucken wir auch nochmal. Hier wird gearbeitet. Das ist gut. Hier wird auch gearbeitet. Das ist auch gut. Und hier... Uiuiui. Ach du Heiliger. Ach du Heiliger. Ernst, gut ausgeruht. Im Besitz 3. Verwendet 6. Wie viel verwendet der denn hier? Weiß man jetzt nicht so genau. Haben wir irgendeinen VIP dabei? Nee, ne? Jetzt echt schwierig, ne? Machen wir es mal so. Und hoffen, dass die jetzt hier in dem... Naja, guck. Sie ist erschöpft. Na, bitteschön. Er ist da dran. Die machen knapp 3 pro Stunde. Nurses are on the way. Ah, respektive, die machen gerade gar keine, weil wieder keine Schraubenschlüssel am Start. Sir, nurses are on the way. Schwierig. Gut, aber irgendwas war ja um 20 Uhr, ne? Um 20 Uhr kommt doch einer, oder? Da war doch irgendwas mit 20 Uhr. Schraubenschlüssel um 20 Uhr, alles klar.
Nurses reach the casualty clearing station. Können wir noch ein Schrittchen schneller machen? Ja, ne? Patient is cured. Das ist hervorragend. Dann können wir ihn auch noch mal... Ja, den kann ich irgendwie nicht mehr... Vielleicht, weil die alle voll sind. Sir, patient is cured. Ja, so wird ein Shoot aus. Okay. Sir, operation was successful. Sehr gut. Sir, patient is cured. So, Pause. Haben wir jetzt den... Der Zug ist da. Der brachte die Ressourcen hier. Was ist denn sonst noch? Morgen früh um 4 kommt nochmal einer. Und dann kommen um 10 kommen wieder neue Patienten. Na, super nice. Okay. Das heißt, jetzt kommt es darauf an, hier zu produzieren. Pass mal auf. Die sind ja sowieso schon dabei, ne? Ich würde mal sagen, den stecken wir mal mit dazu. Und sie stecken wir mal mit dazu. Und die kriegen gleich im Reha-Zentrum mal Reha-Effektivität. Ich weiß nicht, was das bedeutet, ob die dann schneller sind. Könnte natürlich sein. Ernst, 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 stabil. Ja, es wird halt keiner operiert, weil wir nicht so viel haben, ne? So, guck mal. Der würde ja nur 3 kosten. Das müsste doch gehen, oder? Sir, Doctor is starting a new shift. Ja, genau. So, sie ist erschöpft, dann muss sie sich ausruhen. Wir haben genug Nurses. Tatsächlich auch nochmal ein paar Ordermaterialien. Wir könnten nochmal Ingenieure dazu holen. Kostet es ein Ingenieur denn? Der kostet genau 2. Und Sanitäterteam. Was würden die denn kosten? Weiß man nicht. 5 kosten die. Hier steht es 5 für einen Chirurg. Für einen Mediziner 3 und da auch nochmal 3. Uns noch mal gucken, wie viel Ingenieure haben wir, ne? Ich sag mal so, wenn das hier unsere treibende Kraft ist, wenn die Ingenieure die Kraft dafür sind, dass die hier die Materialien herstellen, dann brauchen wir noch einen. Lass uns das investieren. Ich habe keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, aber ich würde mal sagen, komm, wir holen uns den 7. hier noch. Wir haben die gerade geschenkt bekommen über eine Bonusmission, das heißt, wir können die auch ausgeben. So würde ich mal denken. Ihr könnt übrigens auch mal, falls ihr das Spiel auch gespielt habt, gerne mal ein paar Kommentare oder Verbesserungsvorschläge machen. Allerdings lese ich die wahrscheinlich erst weit später. Kürzere Genesung oder weniger Kosten. Weniger Kosten. Sir, nurses reached the hospital. Sir, operation was successful. Das freut uns zu hören. Oh, oh, oh. So, das Risiko steigt um 1 Punkt. Oder wir operieren einfach 5 Stunden weniger. Ja, 5 Stunden weniger reparieren. Und hier ist operieren, Entschuldigung. So, was haben wir hier? Eva Leil. Oh, die Eva. Arbeitet etwas weniger effizient. Ja, da gab es ja schon Beschwerden. Arbeitet deutlich. Ist zugewiesen hier im OP. Beschleunigt OPs in der OP-Station. Wird erheblich schneller müde. Nimmt nur alle 2 Tage, effizienter in Gesellschaft. Beschleunigt die OPs, komm. Und hier 10 Stunden Genesungszeit weniger, verstanden. Sir, patient is cured. Nice, 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 nice. So, bitteschön. Nicht genug Medizin da. Sir, new patient arrived. Ja, lass mal gerade gucken.
Lass mal gerade gucken. Können wir die jetzt hier nicht irgendwie mal streichen? Ich finde, die sind halt so überflüssig. Die verschandeln das ganze Ding. Vielleicht sind die aber auch so ein Überbleibsel aus einem DLC. Nicht aus einem DLC, aus einem Patch. Um 0.26 Uhr, 16., 17. kommt ein Patient an. Nee, Quatsch, kommt ein Ingenieur an. Ja, hervorragend. Um 12:30 in 2 Stunden ungefähr. Und dann gibt es noch mal ein bisschen was. Sehr gut, machen wir weiter. Und kürzere Genesung nehmen wir. Sir, patient is cured. Sehr gut. So, kritisch. Wir haben 5. Der braucht 6, der ist kritisch. Puh. Was ist denn hier so los? Warte mal, ist das hier ein VIP? Nee. Ich denke, die VIPs haben wir alle gleichzeitig durchgebracht, ne? Also den Vater und die beiden Söhne. Im Besitz 5, verwendet 4. Wir lassen das mal. Wir werden das mal so machen. Das ist gemein, ich weiß, aber ich glaube, es geht gerade nicht anders. Ich glaube, so wird es. Das ist immer bedauerlich, ne? Man möchte natürlich alle retten. Sir, Operation was successful. Aber man muss auch mal sagen, ich finde, wir sind richtig gut. Jetzt kommt ja gleich der nächste Ingenieur dazu. Sir, Operation was successful. Sir, patient is cured. So, da haben wir den nächsten Ingenieur. Ja, der muss sich sowieso ausruhen, das ist doch gut. Dann machst du mal hier Alkohol, du machst da mal weiter. Da haben wir ein bisschen schön vorangetrieben, das Ganze. Das müssen wir natürlich auch noch mal im Blick halten, wie viel hier eigentlich gedingst werden. Da würde ich mir natürlich schon eine Anzeige wünschen. Und mit einem Ruck wurden hier sehr viele entlassen. Vorrangig. Engineers reach the engineering depot. So, jetzt gibt es hier ein paar Ernste. Im Besitz sind 8. Also, pass auf. Hier haben wir einen, die haben wir alle gleichermaßen. Dann nehmen wir den mal dahin. Verwendet 7, heißt, wir haben noch einen über. Bis wir jetzt dahin kommen. Nochmal zurück. Könnten wir natürlich auch ihn heilen. Also das macht an der Stelle keinen Unterschied. Dann nehmen wir natürlich den mit dem weniger Materialzeugs. Ist ja klar. Die Frage ist nun, den hier noch. Den müssten wir vielleicht notfalls. Sir. Oder. We lost this patient. We lost this patient. Okay. Oder was wir natürlich machen könnten, ist ihn hier auch noch operieren. Für 4. Den hier mal und amputieren. Dann kriegt er quasi nur 4. Genau, das müsste nämlich gleich drin sein. Probieren wir das mal. Ich meine, notfalls verlieren wir ihn, aber es ist vielleicht auch nicht so schlimm. Ich meine, wir hätten ihn eh verloren. Was haben wir hier? Ja, okay. Hier ist das. Längere Genesung plus 16 Stunden. Also das heißt, das wäre das Gleiche, aber wir würden uns hier einkaufen, dass der 16 Stunden länger bleibt. Ja, machen wir mal. Ich glaube, da haben wir gerade Platz für. Operation was successful. Und ich mache es auch ein bisschen deswegen, weil wir jetzt ja gleich ja diesen Kampf hier haben. Patient is cured. Genau. Und das bedeutet tatsächlich, dass wir... Warte mal, das bedeutet vor allen Dingen, dass wir nochmal Ressourcen ordern. Und zwar Alkohol. Und zwar ganz schön viel Alkohol. Oder auch gleich sowas. Das ist halt teuer, ne? Da würde ich es lieber so machen.
Machen wir mal. Ich möchte ein bisschen aufstocken, weil, warte mal, ich mach mal nicht so schnell. Wir haben ja gleich die Schlacht. Das heißt, viele Patienten, ja. Und viele Patienten bedeutet halt wirklich, ja. Die setzen wir alle noch mit da rein. Die können sich ja vorher ausruhen. Ja, brauchen die gar nicht. Stand da genug ausgeruht, ja. Ja, das heißt, die sind gleich alle gut ausgeruht. Das ist schon so. Aber ich möchte halt viel Alkohol haben, damit die halt möglichst viel produzieren können. So, und hier haben wir das auch wieder. Und viel produzieren heißt womöglich, dass wir das hier irgendwie nochmal vorantreiben, damit die hier schneller fertig sind. 7 Stunden ist immer noch eine Hausnummer, aber 1,5 Stunden schneller als normal. Tabletten haben wir viele gerade. 2,1, 4,4 und 2,1. 2,1. 0,6. Ich weiß nicht, ob sich das hier lohnt. Machen wir es mal so. Das hier können wir auch nicht besser machen. Wir könnten gucken, ob wir mehr Apotheken machen, Sachen herstellen könnten, Produktion. Wo kann man denn hier Pflaster herstellen? Stunden ist eine Hausnummer. 2 Produktionsstätten für Alkohol. 2 für Nahrung. Ich will nicht die Nahrung haben. Senkt die Produktionskosten für Ressourcen um 10%. Senkt die Produktionskosten. Apotheke senkt Produktionskosten für Ressourcen um 10%. Das ist gut. Wir haben jetzt hier zwar weniger Leute, Schraubenschlüssel, aber ich glaube, das ist gut. Ich glaube, wir gehen super gut gestärkt in das zweite Kapitel. Wobei ich auch glaube, dass das zweite Kapitel deutlich anziehen wird. So, wartet auf Entscheidung. Hier, du gehst da rein. Ihr geht eigentlich alle da rein. Und bei Gelegenheit gucke ich mir das nochmal an, wenn es... wichtig. Gut, wir machen jetzt an der Stelle Schluss für heute. Vielen Dank fürs Zusehen, Bombs. Und ja, nächste Folge geht's weiter. Ich bin sehr gespannt. Macht's gut.